Schau zusammen, ihr wisst sicherlich alle schon, dass Super Mario Maker 2 für Nintendo Switch angekündigt wurde in der neuen Nintendo Direct, und in diesem Video werde ich mit euch einige wirklich sehr, sehr kleine Details besprechen, die ich so herausgefunden habe. Also wird das eine XXL-Analyse von diesem anderthalbminütigen Trailer. Also fangen wir mal an. Da sieht man einfach am Anfang, wie Mario stirbt und diese Stachis, und dann sieht man zum ersten Mal das Menü. Und das Menü ist ein bisschen neu. Schauen wir uns mal das ein bisschen genauer an. Zuallererst ist mir aufgefallen, dass unten links über diesem Play-Symbol ist ein wirklich seltsames Symbol, was vielleicht Koop sein könnte, also Zweispielmodus vielleicht. Vielleicht ist das wirklich damit gemeint. Was mir da auch aufgefallen ist, gleich oberhalb ist so ein kleines Zielsymbol mit einem Weg dorthin, also eine Fahne mit einem Weg dorthin, aber da werde ich noch später darauf eingehen, was ich denke, was das bedeuten soll. Dann haben wir noch sein Video-Recording, das ist mir jedenfalls auch neu. Irgendwie so eine Kamera, das ist mir auf jeden Fall neu. Dann sehen wir unten rechts so einen Lieferwagen, also wird es wahrscheinlich wieder Lieferung geben mit neuen Bauteilen, wie es ja auch schon immer so war im Mario Maker, dass man nicht alles von Anfang an verfügbar hat, was eigentlich blöd ist, aber das ist jetzt immer noch so. Und dann haben wir oben rechts ein Lupensymbol, und das öffnet wiederum weiteres neues Menü. Und dieses neue Menü wurde wahrscheinlich gemacht, dass man auch im TV-Modus viel besser bauen kann. Denn man kann jetzt nicht mehr auf dem TV-Modus mit dem Touchscreen interagieren, wie damals auf der Wii U. Deshalb haben sie jetzt ein neues Menü, so ein rundes Menü. Und da sieht man oben, dass es vier Kategorien gibt. Blau, lila, grün und gelb. Und die grünen sind die Gegner. Und da sieht man auch schon, dass da links sieht man auch schon, dass es da eine neue 10er-Münze gibt. Also da sieht man schon ganz leicht, dass es da eine neue Münze gibt, die 10 Wert hat. Wofür das gut ist, werden wir noch später sehen. Und dann sieht man auch noch, ganz links, sieht man ganz leicht, dass es einige neue Objekte gibt. Also diese drei neuen Objekte, aber die werden wir uns noch später ansehen. Was wir jetzt da sehen, ist, dass es drei Böden gibt. Also es gibt einen normalen Boden mit so quasi einfach 0% Steigung. Und dann gibt es jetzt neu schrägen. Aber eine steile und eine weniger steile. Die steile ist so etwa eine 100% Steigung und die andere ist etwa eine 50% Steigung, würde ich mal so schätzen. Und dann kann man die einfach so einbauen ins Level, und dann kann man einfach Kompos machen. Aber bevor jetzt diese Szene mit dem Kompos kommt, sieht man auch ganz kurz, dass das Spiel in so eine Art Vollbildmodus geht oder einfach komplett rauszoomt. Und da sieht man auch oben rechts da View Mode, dass man da wahrscheinlich einen Stick reindrücken muss, um zu diesem Modus zu wechseln. Das ist auf jeden Fall neu, dass es so eine Ansicht gibt, die jetzt so rauszoomt. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool, da man so das ganze Level so ein bisschen besser aufs Mal sehen kann. Und was auch noch da ist in diesem Menü, ist, dass da oben diese Items, die sind selbst angeordnet. Also kann man da so die am häufigsten benutzten Item oder einfach Elemente, kann man da selber anordnen zum Bauen. Und man sieht auch oben die Herkunft, also die Farbe, von welcher Kategorie die stammen. So, nachdem Mario ein paar Kombos macht, wird das neue Logo präsentiert. Ja, ist einfach das alte Logo mit einer 2 hinten dran. Nichts allzu Besonderes, die 2 ist so rot. Aber jetzt sieht man ein neues Level, welches vertikal verläuft. Also nach oben, diese Pfeiler unten, die bestätigen das auch nochmal. Also das Level, welches nach oben geht. Das ist eigentlich ziemlich cool. Das gab es noch nie in Mario Maker, da war man relativ limitiert, was Bauen nach oben angeht. Und was da jetzt auch neu ist, sind solche Wolkengegner. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Gegner sind, aber jedenfalls kann man da ein bisschen zu hoch gehen. Und dann sieht man ein neues Super Mario Bros. 3 Theme. Das ist wahrscheinlich eine Wüste wegen den Palmen. Und auch einen neuen Gegner, Angry Sun, was wirklich in Super Mario Bros. 3 etwas alleinstehendes Merkmal war für Super Mario Bros. 3, was wirklich sehr besonders in diesem Spiel, die Angry Sun. Und die kommt jetzt back in Super Mario Maker 2. Sondern in der nächsten Szene sehen wir ein neues New Super Mario Bros. U Theme, ein Winter Theme, und dieses Theme sah man noch nirgendwo. Also im Originalspiel gibt es ja das Nacht mit dem Sternenhimmel Theme, aber das ist ein komplettes neues mit diesen Tannen und so. Und da wird auch etwas Neues verlegt, und zwar Schlangenblöcke. Da kann man selber einen Weg festlegen, und dann kann man einfach auf den Schlangenblöcken stehen. Diese Schlangenblöcke da sind jetzt so hellblau. Früher da in der Super Mario World, als er da, der Spieler, das Menü geöffnet hat, sah man, dass die Schlangenblöcke so grünlich sind. Genau, da sieht man, dass sie einfach so grünlich sind. Aber da sind in New Super Mario Bros. U, in diesem Theme, sind sie blau. Vielleicht hängt das mit dem Theme zusammen, dass das jetzt das Winter-Theme ist
Oder vielleicht kann man auch die Farbe einfach immer selber einstellen, was auf jeden Fall ziemlich cool wäre. So, dann sieht man ein weiteres Level von Super Mario World und da sieht man Wasser in einem ganz normalen Level. Also man kann jetzt Wasser in normale Level bauen. Früher konnte man nur komplette Wasserlevel und nur komplette normale Level machen. Und naja, jetzt kann man das kombinieren und da sieht man sogar, dass der Wasserpegel, dass er steigt und sinkt, was eigentlich ziemlich cool ist. Das kann man dann auch einstellen. Dann sieht man so ein neues Element, welches man damals auch schon im Menü gesehen hat, die On-Off-Switches und die dazugehörigen roten und blauen Blöcke. Und das ist eigentlich selbsterklärend. Bei den Switches On-Off kann man einfach die roten Blöcke ausschalten und die blauen Blöcke aktivieren oder halt einfach umgekehrt. Und so etwas ist wirklich ziemlich gut für Speedrun-Level, was auch an diesem Beispiel gezeigt wird, denn die Zeit oben rechts ist wirklich sehr, sehr klein. Also so 7, 6, 5 Sekunden hat er noch übrig, der Spieler. So, jetzt kommt Super Mario Bros. Und da sieht man, dass man ein Custom Scrolling machen kann. Also man konnte ja auch schon so Scrolling einstellen, aber jetzt kann man wirklich Custom machen. Also man kann machen, dass es nach oben geht, nach unten so. Da kann man wahrscheinlich so verschiedene Punkte einstellen, so 1, 2, 3. Ich habe keine Ahnung, bis was das Maximum ist. Und was mir da auch noch aufgefallen ist, dass man da wahrscheinlich für jeden Abschnitt wie eine eigene Geschwindigkeit einstellen kann. Denn beim ersten Abschnitt ist nur so ein Dreieck. Und beim zweiten Abschnitt sind gleich zwei Dreiecke, was so suggerieren soll, dass es gleich wie doppelt so schnell ist. Das ist mir auch noch aufgefallen. Was auch noch, da, was man da auch zum ersten Mal sieht, ist, dass unten links bei diesem Zielsymbol, also dieser Fahne mit dem Weg, dass er jetzt ein Münzsymbol mit 50 Münzen ist. Wenn man dann also weiterschaut, sieht man einfach das Scrolling, aber dann sieht man auch oben links, zusätzlich zum normalen Münzcounter, einfach so eine 4 von 50. Also ist das ein zusätzliches Ziel. Nun ist es aber nicht ganz klar, ob das nur eine zusätzliche Challenge ist, so ähnlich wie in Super Mario Maker für Nintendo 3DS in diesen Challenges, oder ob das wirklich notwendig ist, um ins Ziel zu kommen, dass man gar nicht ins Ziel gehen kann, ohne die 50 Münzen einzusammeln. Denn dieses Symbol, das zeigt einfach an, das Zielsymbol, dass man einfach ins Ziel gehen muss. Das ist wahrscheinlich in jedem Level einfach so der Fall. Ja, in jedem Level muss man ja zu einem Ziel kommen, aber dann sieht man noch ein zusätzliches Ziel. Und naja, da entweder ist es so, dass man das unbedingt machen muss, um das Ziel betreten zu können, oder es ist eine zusätzliche Challenge, wo man dann wahrscheinlich auch noch mehr belohnt wird oder wie auch immer. Das ist jedenfalls ziemlich cool, aber ich hoffe, man kann da einige Sachen mehr einstellen als nur Münzen. Und dann sieht man wirklich fast die größte Neuerung, und zwar Super Mario 3D World. Ein komplett neues Theme. Und naja, es ist immer noch 2D, aber dann einfach in dem Super Mario 3D World Art Style, was wirklich ziemlich, ziemlich cool aussieht, wenn ich mich frage. Das kam wirklich so unerwartet, niemand hätte damit gerechnet. Und da sieht man auch ganz, ganz viele neue Items. Also schauen wir uns das mal in Zeitlupe an. Wir sehen da ganz links, sehen wir eben die Schrägen und dann sehen wir auch noch eine Glasröhre und seinen Stachelblock. So, bei den Blöcken sehen wir einfach die Donut-Blöcke, welche in 3D auch ziemlich cool aussehen. Und solche grauen Blöcke sieht man da auch. Ja, ich weiß nicht, ob die unzerstörbar sind und was da ist. Und dann sieht man natürlich die Katzenglocke, was ein neues Item ist. Die 10er-Münze. Und dann sieht man viele neue Gegner. Also da sieht man auch den Stachelfisch und die Ameise. Und dort auf der hinteren Seite sieht man ganz, ganz viele neue Gegner. Also sieht man die Kriechpiranha, sieht man die Maus, die Biene, das Trampolin und den Bulli. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und ja, der platziert jetzt sein. Eine Ameise und dann, wenn er die Piranha-Pflanze platziert, sieht man, dass es ein neues Menü gibt, wo man gleich schnell die Piranha-Pflanze ändern kann. Also man kann sie gleich schnell in eine Feuer-Piranha-Pflanze umwandeln. Also ich nehme mal an, dass dieses Schwarze mit den roten Punkten, dass das eine Feuer-Piranha-Pflanze ist. Ist ja eigentlich immer so der Fall. Und dann hat man noch einen Schnellzugriff, ihr gleich einen Pilz zu geben. Also sie wachsen zu lassen oder Flügel zu geben oder sonst noch was. Und davon habe ich wirklich keine Ahnung, was das sein soll. Also könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was das sein könnte. Das dritte da unten rechts, ich habe wirklich keine Ahnung, was das sein könnte. Dann sieht man auch noch etwas Neues, und zwar den Katzenbaum. Genau, auf den man klettern kann. Und naja, dann kann man auch Items da drin verstecken, wie zum Beispiel die Katzenglocke. Und da kann Mario dann auf den Baum klettern und das Item einsammeln. Dann sieht man auch ein Wüsten-Theme in Super Mario 3D World. Ja, also wahrscheinlich haben jetzt alle Styles ein neues Wüsten-Theme. Und da sieht man einfach, dass Katzen-Mario klettern kann, was eigentlich logisch ist. Aber das sah man noch nie in einem 2D-Spiel. Dann sieht man das Underground-Theme von Super Mario 3D World. Und da sieht man auch, wie jemand eine Kriech-Piranha platziert. Und da kann man einfach ganz einfach so den Weg selber festlegen. Da sieht man, wie den Weg von der Kriech-Piranha selber festlegt, was eigentlich ziemlich cool ist.
Und was mir da auch noch aufgefallen ist, ist, dass in diesem Screen da unten rechts ein Paket mit einer 2 draufsteht. Also ist wahrscheinlich ein zweites Paket angekommen oder sonst irgendwas. Dann sehen wir als nächstes, nachdem ein bisschen Gameplay kommt von der Kriegspiranha, sehen wir so solche, ich weiß nicht wie die nennen, solche Draufhaublöcke, wo man einfach mehrmals dagegen hauen muss und dann ja, verschwinden die Blöcke nach einiger Zeit. Und das braucht man jetzt in diesem Fall für die Zielflagge. Und naja, dann sieht man ein Unterwasser-Film, was wirklich ziemlich cool aussieht mit dem Schiff und dem Schiff im Hintergrund. Und da sieht man auch die Glasröhre in Action, denn die Glasröhre ist wirklich ziemlich cool und da sieht man dann, wie der Spieler einen Feuerball reinwirft und dieser Feuerball dann den Blubbel trifft und noch in die weitere Röhre geht. Und in diesem Screen sieht man auch, dass da oben links ein Ziel festgelegt wurde für 113 Münzen. Aber es ist immer noch nicht klar, ob das wirklich notwendig ist, dieses Ziel. Dann sieht man so eine Art Festung oder Zirkus im Hintergrund. Keine Ahnung, es ist jedenfalls so ein Festungsfilm, würde ich mal sagen. Und da sieht man Bonsai-Builds. Ich glaube, in Mario Maker gab es bisher nur kleine Kugelwillis, aber jetzt gibt es auch die großen Bonsai-Builds. Und zusätzlich kommen sie auch vom Hintergrund. Das sah man auch, glaube ich, eigentlich noch nie in Mario Maker, dass etwas vom Hintergrund kommt. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und diese Wände da, darauf kann Katzen Mario klettern. Das sieht man für einen ganz, ganz kurzen Moment, wie Mario da drauf klettert. Dann geht es weiter in Super Mario Bros. 3 und da gibt es solche kippbaren Plattformen, wo man wirklich aufpassen muss, vor allem wenn es dann so auf einer Schiene ist. Und da sieht man auch eine 10er Münze zum ersten Mal in Action. Also diese Münze, die ist einfach 10 Münzen wert und da sieht man auch, dass ein Ziel festgelegt wurde für 120 Münzen. Und dann ist, um dieses Ziel zu erreichen, ist wahrscheinlich die 10er Münze wirklich notwendig oder zumindest sehr, 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 sehr hilfreich. Und naja, dann kann man so quasi Starcoins einsetzen. Das ist, ja, das sind zwar nicht wirklich Starcoins, aber diese Münzen, die erleichtern das Münzziel eigentlich ziemlich groß. Also ist es so ähnlich wie Starcoins, kann man die an fiese Stellen packen, was eigentlich etwas ziemlich Cooles ist. Also nicht nur, dass es 10 Münzen wert ist, sondern man kann wirklich etwas Cooles damit machen mit diesem Münzziel. In der nächsten Szene sehen wir ein vertikales Geisterhaus, welches Scrolling hat. Und dann sieht man eine farbige Röhre, ja bisher waren alle Röhren grün in Mario Maker und dann sieht man, dass die Gegner Fallschirme haben und wenn die Gegner Fallschirme haben, kommen sie nicht einfach so aus der Röhre und fallen dann herunter, sondern sie schleudern sich so heraus aus der Röhre und dann fliegen sie da mit den Fallschirmen, was wirklich etwas komplett Neues ist in Mario Maker. Dann sieht man ein neues New Super Mario Bros. U Theme, etwas mit Gift unten und einem Sternenhimmel, was ziemlich cool aussieht und dann sehen wir auch noch einen roten Yoshi, also eine neue Yoshi-Farbe und dann kann man wahrscheinlich auch noch weitere Yoshi-Farben da verwenden. Zum Schluss sieht man noch ein 3D-World-Level, welches unten Wasser hat und ganz viele solche Donut-Blöcke und man sieht, dass es da gleich zwei Stachelfische hat da am Anfang, was ziemlich fies ist und man sieht auch die Fallschirme bei den Goombas. Und dann sieht man oben die Glasröhren-Action, also wirklich ein cooles Beispiel, wie da die Gegner durch die Glasröhren gehen und dann nach unten fallen. Und dann sieht man einen neuen Boss, und zwar Bum Bum. Weiß ich, ob der auch in andere Styles eingefügt wird, aber da sieht man ganz kurz Bum Bum, was ein neuer Boss ist. Dann wird wahrscheinlich auch Pun Pun, oder wie die heißt, oder Pam Pam, nein. Also jedenfalls die weibliche Version, ich weiß immer noch nicht, wie die heißt, ich vergesse es immer wieder. Ihr wisst schon, welche ich meine. Die wird es wahrscheinlich auch geben, nehme ich mal an. Dann sieht man wieder einen Bonsai-Bill und naja, dann sieht man noch ein paar Piranhas ganz kurz, aber und dann kommt schon das Ende. Und dann sieht man Super Mario Maker 2, wo Mario und Luigi da ist und es ist ein kleiner Katzen-Luigi oder gepaarten Luigi da einfach unten bei Mario zu sehen. Also wird meine Theorie vom Multiplayer da am Anfang eigentlich bestätigt, denn man sieht da im Baubildschirm sieht man so ein Zeichen, das ist wahrscheinlich etwas mit Multiplayer. Vielleicht braucht man eine zweite Switch dazu, ich habe keine Ahnung, aber irgendeine Form von Multiplayer wird es geben oder zumindest kann man dann auch mit Luigi spielen. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool, denn ich finde Luigi wirklich ziemlich cool. So, und dann am Ende sehen wir noch das Release-Datum oder den Release-Zeitraum und zwar ist das, wenn alles richtig läuft, der Juni 2019 und da Nintendo-Spiele eigentlich fast immer an einem Freitag veröffentlicht werden, habe ich geschaut, dass das Release-Datum entweder der 7., der 14., der 21. oder der 28. Juni sein kann. Also könnt ihr euch mal all diese Termine blockieren auf eurem Kalender, all diese Termine sichern, keine Termine haben zu dieser Zeit, einfach damit ihr das Spiel spielen könnt. Ja, dann ich bin auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gehypt auf Super Mario Maker 2. Wenn ihr das auch seid, dann gebt einen Daumen nach oben, denn ich habe jetzt wirklich den Trail wirklich ganz, 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 ganz genau analysiert und wirklich alles
zu sehen. Falls ihr noch einige Sachen zur Ergänzung habt, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben und bitte teilt das Video auch. Das wäre wirklich eine große Hilfe für mich. Also, vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Trailer-Analyse. Ist das erste Mal, dass ich so etwas gemacht habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video und tschüss!